Etwa 30% der Wärmeverluste bei Gebäuden entstehen durch schlecht oder nicht gedämmte Dachflächen. Hier lassen sich also auf einfachem Wege die Heizkosten minimieren und die Umwelt schützen. Das schont den Geldbeutel und schafft mehr Wohnkomfort. Denn die Dachdämmung hält nicht nur im Winter behaglich warm, sondern schützt auch vor sommerlicher Überhitzung. Auch der Gesetzgeber macht Vorgaben. Mit der aktuellen Energieeinsparverordnung der ENEV 2009 werden Grenzwerte für die energetische Qualität des Bauteils Dach vorgegeben. Der Mindestwert, U kleiner gleich 0,24 Watt pro Quadratmeter Kelvin, für die Modernisierung entspricht einer Gesamtdämmdicke von mindestens 160 mm abhängig von der Wärmeleitstufe des Dämmstoffs. Kinderleicht lassen sich die Anforderungen mit Isovir-Dämmstoffen der Generation 032 umsetzen. Denn damit wird ihr Dach schon ab nur 100 mm hohen Sparren mit einer Kombination aus Vollsparrendämmung und zusätzlichen 60 mm Untersparrendämmung der ENEV 2009 gerecht. Für Dämmstoffe mit schlechteren Wärmeleitgruppen als 032 gilt in so einem Fall, die Sparren müssen noch zusätzlich mit Hölzern verstärkt werden. Der Fachmann nennt das Aufdoppelung. Und durch die besonders kompakte Wollestruktur mit extra feinem Geflecht lassen sich Dämmstoffe der Isover Generation 032 deutlich sauberer schneiden und auch besser einbauen. Insofern haben Sie mit deren Verwendung gleich mehrere Vorteile. Die Verarbeitung gelingt sauberer, die Dämmqualität ist besser. Vor allem aber werden durch die höhere Energieeffizienz schlankere Konstruktionen möglich. Das erhält wertvollen Wohnraum und spart Material und Arbeitsaufwand. Zahlreiche Qualitätsnachweise wie der Blaue Engel und die Zertifizierung des Institut Bauen und Umwelt und auch die Testsiege der renommierten Stiftung Warentest und Ökotest belegen, Isover Dachdämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, nachhaltig und effizient. Für den Klemmfilzeinbau benötigen Sie einen Zollstock, ein Dämmstoffmesser, eine Schneideunterlage und ein Anschlagbrett. Das Anschlagbrett ermöglicht sicheres Arbeiten und eine passgenaue Schnittführung. Hierzu eignet sich eine einfache Holzwerkplatte von etwa 1,30 m Länge und 30 cm Breite. Eine Schneideunterlage schont insbesondere bei Betonböden Messer und Untergrund und kann aus einer einfachen dünnen Hartfaser- oder Gipskartonplatte bestehen. Profis verwenden alternativ auch Schneidewerkzeuge und Dämmstoffschneidemaschinen. Bevor es mit der neuen Dämmung losgeht, sollten Sie, falls vorhanden, altes Dämmmaterial aus den Gefachen entfernen, fachgerecht entsorgen und Schäden an der alten Dachkonstruktion beheben. Dann geht es los. Schneiden Sie die Rolle Isover Integra ZKF 1032 mit dem Messer auf. profi Entrollen Sie die Dämpfstoffrolle langsam gegen eine Wand. Das ist platzsparender und wirbelt nicht zu so viel Baustellenschmutz auf. Messen Sie den Abstand zwischen den Gefachen aus. Bei offensichtlich unparallelen Sparren an mehreren Stellen messen. Addieren Sie einen Zentimeter Klemmzugabe zum Ergebnis hinzu. Übertragen Sie das Maß quer zur Ausrollrichtung auf den Filz. Jetzt, während des Schneidens, erkennt man auch, dass eine schmale Dachlatte als Schneidehilfe ungeeignet ist. Ein breites Anschlagbrett hingegen erlaubt einen sicheren Stand und eine saubere Schnittführung. Die aufgebrannte Strichmarkierung hilft beim geraden Schnitt. Isover Integral ZKF1 wird an einer Seite angesetzt und an der freien Seite so in das Gefach gedrückt, dass der Filz bündig mit der Sparrenunterseite ist. Durch seine Klemmfähigkeit hält der Filz sehr gut im Gefach. Seine Lage lässt sich auch bequem korrigieren. Wichtig ist, dass die einzelnen Dämmstoffmatten zueinander dicht gestoßen werden und auch zu angrenzenden Sparren keine Fugen aufweisen. Auch an angrenzenden Bauteilen oder Durchdringungen der Dämmebene darauf achten, dass die volle Sparrentiefe gefüllt wird und keine leeren Hohlräume zurückbleiben. An der Traufpfette bedeutet das in vielen Fällen, dass die Dämmstoffmatten in der unteren Reihe schräg angeschnitten werden müssen, damit eine optimale Anpassung gewährleistet ist. Nur mit dieser Sorgfalt lassen sich letztlich Wärmebrücken vermeiden, dadurch der maximale Einspareffekt erzielen, und eine dauerhaft schadenfreie Konstruktion errichten. Profi-Tipp? Die Reststücke einer Rolle lassen sich auch im nächsten Gefach kombiniert verwenden. Durch diese Endlosverlegung fällt nahezu kein Abfall an.